Herzlich willkommen von Home Adventure. Unsere Reise geht diesmal zu Nomaden und wir sehen da, wie die so leben. Und dann geht es in den Nationalparks, wo wir Tiere sehen, und danach machen wir uns auf die Suche nach Petroglyphen irgendwo draußen in der Wüste mit den Steinformationen. Okay, viel Spaß beim Schauen. Der Weg zum Roten Meer von Riad ist etwa 1000 Kilometer und wir haben jetzt etwa die Hälfte und ich bin jetzt von der Hauptstraße weg, um einen Schlafplatz zu suchen. Ein Haus weit und breit und da sind natürlich Leute mit Kamelen, die sind jetzt gerade zu mir gefahren und haben gesagt, ich soll zu ihnen kommen, um Milch zu trinken. Ui. Ja, hier ist die freie Steppe, das geht natürlich einfach zum Fahren. So, diese Beduinen haben uns eingeladen. So, eine ganze Hallo. Beduinenfamilie. Hallo! Hallo! Hallo. Ja, mega viele Leute, unglaublich. Mal eben von der Straße weggefahren und sind wir jetzt eingeladen worden hier zu diesen Beduinen. So sieht das aus. Wenn die ganze Family da ist. Hier ein Geschenk, was ist es? Ah, Honey. Honey, Honey. Okay. Kamelmilch kriegen wir auch gleich präsentiert. Das ist ja toll. Angie rausschmeißen heißt hier bei uns Use und dort Barra. Barra? Barra. Barra heißt Barra. Okay, wenn der Hund mal rauszieht, das Feuerchen, wenn es in der Nacht kalt wird. Ich glaube, das haben wir jetzt beim Trinken gestört. Oh, das hat sich festgehängt. Da ist die Milchbar. Ist noch ganz jung. Also das Kleine muss es erst noch lernen, hier zu trinken. Da wird geholfen. Durfte ich mal in den Karawan hier rein und so leben die hier. Ziemlich viel Platz in ihrem Wohnzimmer. Und dann gibt es natürlich auch gleich am Anfang noch eine Kitchen. Ich glaube, der Herr, der arbeitet hier. Und da wird zubereitet. Das ist natürlich ein bisschen anderer Standard als bei uns im Camper. Aber so sieht das aus. Mama will noch helfen beim Aufstehen. So süß. Das ist putzig. Da muss man noch nachhelfen. Da rennt die gleiche Linie. Was machen wir hier? Das ist das herzig. Wie das war, ging es gerade noch nicht laufen. Das muss das eben. Mit solchen Beinen ist das aber auch echt schwierig. Abenddämmerung in der Wüste und im Zelt. Jetzt wird die Stimmung hier ganz ruhig. Es gibt immer noch Tee. Der Sohn bedient den Vater. Und alle kommen zur Ruhe. Und René findet es auch lustig. Die sind total schwach. Das ist unglaublich. Hier hocken sich brav in die Ecke, wenn die Erwachsenen reden. Nach dem Essen gibt es Datteln. Und die werden in Kamelmilch eingetaucht. Diskussion mit dem Veterinär über die Kamele. So, wir haben ja Vollversorgung. Jetzt gibt es auch noch Frühstück. Nicht nur wir bekommen Frühstück, auch für die Kamele ist jetzt Fütterungswasserzeit.
großes Gedränge am Wasser nach hier. Wasser ist lebensnotwendig. Wir fahren jetzt wieder raus. Wir haben noch Frühstück gekriegt in diesem Beduinendorf. Und wir haben ihm natürlich auch noch ein schönes Präsent gegeben vom Oman. Und er zeigt uns jetzt den Weg, wie wir am besten rauskommen auf die Hauptstraße. In der Ferne Kamele und möglicherweise vorne die Schwarzen und dahin die Weißen. Sehr witzig. Wir haben die Hauptstraße verlassen und fahren jetzt mal da hoch zu einem Nationalpark. Da braucht man aber eine Bewilligung, die haben wir nicht. Jetzt schauen wir mal, ich weiß gar nicht, was da zu sehen gibt. Wir fahren jetzt einfach mal da hoch. Wie das aussieht, ist das eine Hochebene mit ein bisschen Sand. Mal schauen, was uns da hinten erwartet. Ja, jetzt sind wir, jetzt ist die ganze Sache Chefsache geworden. Wir sind hier eingeführt worden und habe gerade telefoniert mit jemandem, der Englisch kann. Und jetzt mal schauen, was passiert. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Also erstmal abwarten und Tee trinken. Ohne Tee geht nichts in dem Land. Ja, hier, wie ihr uns sehen, sitzen wir jetzt bei einem Ranger im Auto. Und der fährt uns jetzt offenbar in den Nationalpark. Wir wissen selber gar nichts, weil die können kein Englisch. Und wir kein Arabisch, aber ja, jetzt fahren wir da rein. Wir fahren mit dem Buschtaxi da in die Wüste rein. Und nicht mal eine Piste, der fährt irgendwo durch, keine Ahnung wohin. Aber mit dem geht natürlich alles einfacher, ist ein Toyota. Also jetzt fährt er noch Dünen hoch und runter. Ui, das geht natürlich alles einfacher mit diesem kleinen Jeep. Hier gibt es wohl angeblich sogar den Wolf. Jetzt fährt er zu einem Camp. Mal schauen, was hier passiert. Also jetzt fährt er da im Camp drin ein bisschen dünen. Ich weiß nie, was der macht. Aber er hat, glaube ich, Spaß daran. Ein lustiger Vogel ist innerhalb vom Camp einmal rundum. Jetzt geht's wieder raus. Ich habe ihm mal ein paar Hühner gezeigt. Vielleicht zeigt er uns noch ein paar Tiere. Mal schauen. Von da sind wir gekommen. So, jetzt sehen wir die ersten Hörner. Die sind aber da schön eingespielt. Da hinten das weiße Teil, vielleicht seht ihr es. Da, die Oryx-Antilope. Ganz alleine da drin. Ich schätze, das war krank und da in Quarantäne, weil es war nur eines da drin. Die anderen müssen irgendwo frei sein. Sind wir in einem grünen Bereich gelandet. Ich hoffe, der bleibt nicht stecken. Weil er fährt da quer durch. Also es bleibt spannend. Der fährt da quer durch den Park. Irgendwie auf der Suche nach den Tieren vermutlich. Das ist ein schöner Baum. Da vorne sind sie. Sie sind am davonrennen. Noch ein Tier, das davonrennt, ganz alleine. Aivarin heißt das angeblich. Noch ein Aivarin. Ist das geil. Super Aussicht, geht's da runter. Hier runter. Also, das war ein spontaner Entscheid, mal schnell in den Nationalpark zu fahren. Und es hat sich gelohnt und es ist jetzt alles organisiert. Die Fahrt. Wir sind am Rückweg und die ging etwa eine Stunde und wir haben doch ein paar Tiere gesehen. Toll. Also nach dieser kurzen Safari-Tour sind wir wieder hier bei den Rangern. Und hier gibt es im Zelt wie immer noch den Chai.
und Kaffee. Jetzt wurden wir natürlich wie immer zum Chai noch eingeladen. Da sind alle Ranger da. So, guten Abend. Jetzt gibt's noch Mittagessen hier. Ah, wie geil ist denn das hier in Saudi-Arabien? Da gibt's gleich noch Essen dazu. Auch für uns. Schmeckt's? Und dann wieder Mittagessen für umsonst. Ha? Wahnsinn. Jetzt geht's wieder runter auf die Tiefebene. Da unten ist die Hauptstraße. Und das war wirklich ein voller Erfolg. Hey, tipptopp. Also der René hat jetzt gerade mal einfach sein Fahrzeug wiegen lassen. Ja. Und dann bekommt man als LKW-Fahrer gleich ein Versorgungspaket in Saudi-Arabien. Das ist so geil. Das ist Wahnsinn. Also echt. Das ist mein Gewicht, 7 Tonnen komplett, das ist tipptopp. Vorderachse nur 2,5. Ja, ich weiß nicht, ob die Waage genau ist, weil in der Schweiz war es mehr. Ja, also es ist Wahnsinn. Und dann krieg ich noch das. Also ganz viel, also Süßes und Wasser. Und, also Saudi-Arabien ist echt der Hammer. Ich bin sprachlos. So, wir sind am Wasser tanken. Wasser kriegt man eigentlich auch immer, wenn man fragt und wenn es sein muss, vom Firehose. So, wir haben wieder einen Abstecher gemacht zu Hieroglyphen und da sind schon einige da. Die ist läufig, die sind voll spitz. Die Mädels. So, hier wo wir jetzt gerade stehen, gibt es 6 Brunnen und da kommen Tanklastzüge und pumpen da immer wieder ab. 3 Brunnen sind noch aktiv und das sei Trinkwasser. Wir besichtigen jetzt die ersten Petrodrüfen, von denen es ganz viele gibt in Saudi-Arabien. Sind, glaube ich, etwa 3000 Jahre alt von der Himmakultur. So, wir sind jetzt ein bisschen ins Landesinnere Piste gefahren, auf der Suche nach weiteren Petroglyphen. Wieder eine neue Stelle gefunden. Ja, die sind natürlich auch in Google drin und in iOverlander. Aber man muss auch ein bisschen suchen. Wahnsinn, die Geschichte. Wir sind nicht die Einzigen, die hier durchfahren. So, nächster Punkt mit Petroglyphen. Da ein paar Kamele, vielleicht sogar Reiter. So, da ist alles voll eingezeichnet. Und sogar hier am Boden. So haben die sich beschäftigt, da ist alles voll geschrieben. Vor allem da oben. Richtig voll, dann da, aber ich kann es nicht lesen. Also das ist jetzt doch eine 4x4 Offroad-Strecke, oder?
Nein. Nein. Geht auch ohne. Geht auch ohne 4x4. Ja, es wird immer ein bisschen sandiger. Ich habe nur den Pistendruck, aber noch geht es. Wir brausen hier durch schwarze Berge und weißen Sand auf der Suche weiter nach Petroglyphen und es ist ein bisschen uneben hier. Gottes Willen. Heute Morgen haben uns gerade ein paar Freunde angeschrieben, die stehen dahinter und wir waren ziemlich in der Nähe, die kennen meine Position. Dank Polarsteps haben sie mir geschrieben, jetzt besuchen wir die. Seit gestern, dass ihr da seid. Ihr habt uns verfolgt, so. So, zusammen fahren wir jetzt mal weiter. Hier durch diese schöne, wunderschöne Ebene. Wir fahren durch diese weite Ebene. Es ist hier ein Kessel. Außenrum sind lauter schwarze Berge. Geht da Kilometer weit durch, ja, ein bisschen sandig, aber der Untergrund ist, glaube ich, fest. Hier ist es gerade nicht so schlimm. Ja, hier gibt es kein Tracking, wir müssen uns quasi den Weg selber suchen, aber es gibt hunderte von Spuren und wir hoffen, dass wir da ans Ziel kommen. Und immer wieder treffen wir auf so Beduinenzelte hier bei unserer Tour. Nein, Martina, da in der Zeit nicht. Das ist die Kulisse. Es ist wunderschön hier. Dieses Kamel hat wahrscheinlich noch keine Overlander Trucks gesehen, weil das ist ganz schön flott jetzt unterwegs. Einfach nur geil. Aber wir suchen den Weg einmal verfahren, jetzt geht es aber hier ins Tal hinein. Richtig geile Gegend hier, muss ich sagen. Hey, man kann da echt über, also extrem viele Pisten. So langsam kommen wir an unser Ziel an und es wird immer schöner, aber auch enger. Manchmal Tiefsand. So, irgendwo in einem Wadi haben wir jetzt Pause gemacht. Und das ganze Wadi ist voll Hieroglyphen da hinten, da hat's. Da oben hat es auch. So sieht das Wadi weiter hinten auf. Kein Sand mehr. Jetzt Steine. Die Piste ist hier auch vorbei. Hier in diesem ganz einsamen Tal sind wir jetzt gelandet. Und hier gibt es noch Petroglyphen, die ganz toll erhalten sind. Also was sie hier auftut an Geschichten aus der Zeit von vor 3000 Jahren. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wie eine Tafel aus anderen Zeiten. Ja, und in solchen Szenen hier tauchen immer wieder Alltags- oder Jagdszenen auf und auch die Oryx-Antilope, die hier ja jahrhundertelang heimisch war. Ja, und auch der Straußenvogel, der auch hier mal gelebt hat in Saudi-Arabien. Hier eine ganze Jagdszene mit richtig viel Tumult. Thank you.
nach diesen Petroglyphen geht's wieder raus aus dem Wadi und wir kurven da noch ein bisschen rum. Hallo! Er hat drei künstliche Zähne vor dir mit. Wir haben ja eigentlich eine super geile Piste, aber sind stehen geblieben und bei dem Stehenbleiben war wohl ein Loch im Boden jetzt festgehangen und der Rudi, der wird uns ein bisschen anlupfen, weil rausziehen geht natürlich nicht, aber er hilft uns. Hunde sind entspannt, die suchen sich sofort Schatten, auch wenn der Klapper gerade abgesoffen ist. Jetzt ist besser. Hier ist die Piste wieder hart geworden. Boccia spielen mit Wüstenmelonen, so. Geil. Geil ist, schau, die brauchen nur noch ein Ding. Also, du kochst da, hä? Ich koche heute. Blumenkohl. Blumenkohl, Curry und Datteln im Speckmantel. Geil. Rinderspeckmantel. Oh, schön. Der Zug der Kamele hier bei uns, das ist unser Frühstücksausblick. Landschaft hier bei diesen schwarzen Bergen ist einfach gigantisch. Kontraste und endlose Weite. Also es hört nicht auf. Es ist sensationell hier. Wir sind ganz geflasht. Kommt so verirrter Touri, der kein Wasser mehr hat. Ja, sowas. Du kannst nichts mehr machen. Ja, Kopfschutz mehr ist es doch nicht, oder? Hab's gesagt! So, leider gibt's kein Tracking, aber es gibt Spuren und wir folgen einfach den Spuren und müssen jetzt noch da dieses Hügelchen überqueren irgendwie. Schwimmen.
Ja, wir kommen aus den schwarzen Bergen hier in diese roten Wüstenbühnen und hier wird der Sand weicher, also ordentlich Schwung ist jetzt notwendig und der Reifendruck musste runter, damit wir überhaupt hier weiterkommen. Stehen Rudi, Martina, die machen das Gleiche hier. Ja, Abenteuer. Nicht damit gerechnet, aber ja, Dünenfahren ist einfach, macht Spaß. Da kommt dann einer um die Rache. Da geht's genau, da haben wir jetzt eine ordentliche Steigung vor uns. Da ein bisschen weiter rechts, wo der gefahren ist, da geht's volle Kanne rauf. Ein bisschen weiter rechts ist der Korn. Da musst du jetzt laufen. Weiter rechts, der sagt auch weiter rechts. Fahr, gib Gas! Nee, nee, ja, wenn du jetzt stehen bleibst, bringt es nichts. Nee, nee. Hm? Ich muss da fliegen, wo er hat gewohnt. Okay, dann einen Kreis zwar. Natürlich runterlassen, der Sand wurde jetzt zu weich, auf 2,5 hinten und 2 vorne, ich habe also noch ein bisschen Reserve, aber noch geht es. So, wir sind immer noch im Rennen da, nicht stecken geblieben. Langsam wird es auch steinig, wieder sandig, wieder steinig. Sieht aus wie ein Vulkangebiet, diese Lavasteine. Also wunderschönes Abenteuer nochmal. So, jetzt geht es da wieder runter in die Tiefebene und irgendwo dahinter, vielleicht in 10 Kilometern, kommt die Hauptstraße. So, das Schlimmste ist geschafft. Da unten irgendwo muss die Hauptstraße sein. Wir sind also gut durchgekommen durch diese wunderschöne Landschaft und Ruhe. Unsere Aussicht während der Fahrt. Jetzt haben wir mal eine Besprechung, wo geht's denn weiter? Mein Motor würde zu warm. Das geile Steine, mitten in der Landschaft im Sand. Ach, diese Landschaft wird ja immer schöner, nur noch schöner. Vom Sandparadies zum Steinparadies. Ach. Also diese Tour steht in keinem Reiseführer, soviel ich weiß. Haben wir selber gefunden. Wer hat diesen Stein da hochgelegt, ist die Frage. Ein Paradies! Wow! Da verschlägt es einem die Sprache. Ja, die kommen. Das rennen super. Ja,
mal los. Ja, der will uns zum Essen alle. Schnapsler, Bierler. Ja, ordentlich Schäuferler vielleicht. Ja, genau. Er notiert gerade schon die Bestellung. Ja, genau. Ja. Nicht immer nur Hühnchen mit Reis, gell? Wir wollen immer was Gescheites, was Deftiges. Der Ausblick von unserem Schlafplatz hier mit tollen Sanddünen und tollen Steinformationen in Schwarz. Also wir werden hier schon wieder eingeladen zum zweiten Mal. Der Herr ist Polizist, voll bewaffnet, die Kids ebenfalls, aber freundlich. We can stay here, but we leave the place very nicely. We are long driving. Deep like wolf. Very nice. René braucht immer noch Schnitzel und Pommes, kriegt er einfach nicht. Somebody one man came. So, hier ist Action am Tisch. Ich rede Schweizerdeutsch. Swissra, Carlo Swissra. Ich komme von der Schweiz, weißt du? Und ich esse nur Schnitzel Pommes. Nein, Manu. Don't understand. Sorry. Oder Rösti mit Spiegelei. Ja. Nein, Manu. Raclette. 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 Swissra. Mit Käse. Laban. 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 Ja, das hat er jetzt verstanden, oder? Sir. Sir, weiß nicht, verstehen Sie? Die zwei Hühner sind voll aufträglich heute. Die sind nämlich läufig und das sind sie immer so. Hello, hello, hello. So, das war es wieder von mir. Danke für Daumen hoch und tschüss.